Und schon wieder ist eine Woche rum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Eltonos Filmpalast. In der letzten Folge wollte ich von euch wissen, wie heißt der Film, in Dwayne The Rock Johnson mitspielt, der adaptiert ist von einem PC-Action-Horror-Shooter. Und zwar handelt es sich um den Film Doom. Er ist zwar kein guter Film, aber sag mal so, um sich ein wenig zu unterhalten, da reicht es locker aus. Und damit wollen wir schon mit unserer heutigen Episode anfangen. Heute habe ich wieder drei Filme und zwar geht es um das Thema der Welt. Unendliche Nacht. Es geht heute um Science Fiction und wir fangen direkt an mit Star Trek Into Darkness. Star Trek Into Darkness kam 2013 in die Kinos. Mitspielen tun Chris Pine als Captain Kirk, den wir aus dem Film kennen, Das gibt Ärger, oder im Moment im Kino zu sehen als Jack Ryan Shadow Recruits. Zachary Quinto spielt Spock. Ihn kennen wir aus der Serie Heroes oder aus der Serie American Horror Story. Mit dabei als Bösewicht Khan Benedict Cumberbatch, den wir auch kennen aus 12 Years a Slave, im Moment im Kino zu sehen, oder aus der Serie Sherlock. Auch eine sehr tolle Serie, ist nur zu empfehlen. Simon Pegg spielt mit, und zwar Simon Pegg spielt die Rolle des Scotty. Simon Pegg haben wir schon in meinem allerersten Video kennengelernt, in der Cornetto-Trilogie. Zoe Saldana spielt mit, sie ist Lieutenant Uhura. Sie kennen wir aus Avatar zum Beispiel. Und dann wollen wir mal zum Inhaltlichen kommen. Also der Film an sich basiert ein wenig auf die alten Filme. Aber da im ersten neu verfilmten Teil von Star Trek das ganze Zeitgefüge des Star Trek-Universums komplett durcheinander geworfen wurde und Vulkan zerstört wurde, ändert sich natürlich die ganze Geschichte ein wenig. Khan kennen wir aus dem Original Zorn des Khans. Dort kennen wir ihn aber schon als alten Mann, der auf einem Planeten ausgesetzt wurde. Hier ist es so, dass Khan, der leider noch in dem Film unter anderem Namen erstmal bekannt wird, das Ganze als ein Terrorist angesehen wird, terroristische Anschläge auf die Föderation ausübt und Kirk will eigentlich einfach nur Rache und verfolgt ihn. Und da Khan ein Genexperiment war, ist er äußerst stark und hochintelligent und schafft es dann irgendwie, dann Kirk in seine Spielereien mit reinzuziehen. Wie gesagt, Star Trek ist nicht jedermanns Sache. Ich bin ein großer Fan der Serie. Und ich sag mal, schaut euch den Trailer an und viel Spaß. Sie denken, Ihre Welt wäre sicher. Das ist eine Illusion. Genießen Sie diese letzten Momente des Friedens. Von den Ereignissen in London wissen die meisten schon. Der Mann, der das getan hat, war einer unserer besten Agenten. Ihre Commander haben ein Verbrechen begangen, das ich nicht verzeihen kann. Keiner von ihnen ist sicher. Alle raus! Habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit? Das ist vielleicht nur der Anfang. Ich will ihn zur Strecke bringen. Bei der Sternenflotte geht es nicht um Rache. Vielleicht sollte es das aber, Sir. Jim, du willst ihm doch nicht wirklich hinterher, oder? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß nur, was ich machen kann. Wir müssen uns beeilen! Wir passen nicht durch. Das passt! Das hat doch locker gepasst. Ich glaube nicht, dass man das so nennen kann. Ich habe gesehen, wie sie unschuldige Menschen ermordet haben. Für das, was sie getan haben, werden sie bezahlen. Sie haben keine Ahnung, was sie getan haben. Schon bald schreite ich über ihre kalten Kadaver. Na los! Wir sind unterlegen. In jeder Hinsicht. Wir schießen uns den Weg frei. Ich bin besser. In was? In allem. Ja, das war der Trailer zu Star Trek Into Darkness. Ein großartiger Film.
Tolles Sci-Fi-Spektakel. War im Kino, wahres Popcorn-Kino. Es lohnt sich auf jeden Fall, ihn für zu Hause im Regal zu haben. Egal, gut, ich bin da ein bisschen parteiisch, aber ich kann mir auf jeden Fall mehrmals anschauen. Die Blu-ray ist ab 12 Jahren freigegeben, kostet mittlerweile nur noch 10 Euro. Und wie gesagt, wenn ihr ihn nicht kennt, schaut ihn euch an, es lohnt sich. Auch für alle, die die alten Star Trek-Filme nicht mochten, die neu verfilmten, sollten doch auch das andere Publikum ein wenig ansprechen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Film. Der Film kam 2012 in die Kinos. Mitspielen tun Guy Pearce, ihn kennen wir aus Iron Man 3 oder auch Prometheus, dunkle Zeichen. Mitspielen tun unter anderem auch noch Maggie Grace. Wer Maggie Grace nicht kennt, sie spielte mit in 96 Stunden Teil 1 und 2 und zwar als Tochter von Liam Neeson. So, und worum geht es im Film im Ganzen? Im Großen und Ganzen geht es darum, Maggie Grace spielt hier die Präsidententochter und ist auf Erkundungsbesuch auf einer Gefangenenstation im Weltall. Dort geht dann aber einiges schief, ein Gefangener bricht aus, bricht eine Revolte hervor und alle werden als Geiseln genommen. Nur wissen sie zu Anfang nicht, dass sie quasi die Präsidententochter als Geisel haben. Und dann holen dann die Leute auf der Erde Guy Pearce. Er soll reingehen, aufräumen quasi, die Präsidententochter so schnell wie möglich rausholen und das war's dann. Und das ist im Großen und Ganzen eigentlich die ganze Story des Films. Das hört sich natürlich ziemlich simpel und langweilig an. Ist aber tolle Actionkost, tolle dumme Sprüche dabei. Diese wunderbaren One-Liner, die wir aus den ganzen Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger-Filmen kennen. Und ich sag einfach mal, schaut euch den Trailer an. Viel Humor ist auch dabei. Viel Spaß. Was ist in dem Motelzimmer passiert? Oh, ich hatte einen Übernachtungsgutschein und hab da ihre Frau gevögelt. Station an LM22, hören Sie mich? MS-1 ist die erste Supermax-Einrichtung, in der es keine körperlichen oder sexuellen Übergriffe, keine Ausbrüche oder Aufstände gibt. Das hier ist die normale Bevölkerung. Beeindruckt? Ja, allerdings. Er hat eine Waffe! In den letzten Stunden hat es massive Übergriffe auf Supermax MS-1 gegeben. Feindliche Übernahme. Meine Tochter ist noch auf der Station. Wir können einen Mann reinschicken, mit einem ganz besonderen Auftrag. Wen? Ein Traumurlaub. Ich packe meine 7 Sachen, fahre ins All, gehe in eine Hochsicherheitsklapse, rette die Tochter des Präsidenten, wenn sie nicht schon tot ist, schleiche mich an den Psychos vorbei, die gerade aufgestanden sind. Okay, ihr sollt ein Witz sein. Ich mach's. Alles klar. Alle Ausgänge offen. Wäre ich doch auf dem College geblieben. Wer schickt dich? Dein alter Herr. Mein Dad? Schickt er mir eine Nachricht? Du bist adoptiert. Ich dachte, du wärst dir sicher. Hier kann dir nichts passieren. Ah! Oh, das muss nicht sein. Ein einfaches Danke reicht mir. MS-1 ist destabilisiert. Lassen Sie uns an Bord, sonst müssen wir Sie angreifen. Hier ist ein Apfel und eine Knarre. Red nicht mit Fremden, erschieß sie. Wer war der geheimnisvolle Mann am Telefon? Sein Name war Fakir. Wirklich? Ja, es war ein Asiate. Ja, das war der Trailer zu Lockout. Wie gesagt, kein Film, der groß anspruchsvoll ist, aber er ist sehr unterhaltsam. Also wer ab und zu mal Lust auf eine leichte Kost hat, der sollte dann da zugreifen. Die Blu-ray ist ab 16 Jahren freigegeben, kostet knappe 14 Euro. Dann kommen wir auch schon zum letzten Film in dieser Episode. Der Film kam 2013 in die Kinos. Regie geführt hat Neil Blomkamp. Ihn kennen wir als Regisseur von District 9, auch ein sehr guter Science-Fiction-Film, der ein wenig die Problematik der heutigen Welt auch mit anspricht. Mitspielen tun Charlton Copley, der anscheinend in fast jedem Neil Blomkamp-Film mitspielt. Er war auch in District 9 zu sehen. Matt Damon spielt mit in der Hauptrolle. Den kennen wir aus Ocean's 11 und vielen weiteren Filmen. Jodie Foster spielt mit. Sie kennen wir aus Panic Room, Contact und noch viele, viele andere. Also dieser Film ist groß besetzt.
Ich kann auch verraten, dies ist der erste Film, in dem Jodie Foster stirbt. Anscheinend hat sich sonst niemand getraut, Jodie Foster jemals in irgendeinem Film umzubringen. Und zwar handelt es sich um den Film Elysium. In Elysium geht es darum, dass die zukünftige Welt quasi total verdreckt, versmockt und heruntergekommen ist. Und im Orbit der Erde gibt es eine riesengroße Station, die Elysium heißt. Und quasi das Paradies auf Erden ist. Dort ist alles grün, die Luft ist hervorragend. Also ein Paradies im All quasi. Wo aber leider nur die Reichen und Wohlhabenden Zugang haben. Das ist natürlich das Problem. Diese Arm-Reich-Schere ist sehr groß. Und in diesem ganzen Konflikt ist Matt Damon. Matt Damon ist eigentlich nur ein Fabrikarbeiter, der durch einen Unfall dann tödlich verstrahlt wird. Und dessen einzige Rettung eigentlich ist, nach Elysium zu kommen, wo es diese Medibänke gibt, die quasi jegliche Art von Krankheiten heilen können. Und das ist eigentlich schon im Groben und Ganzen die ganze Story. So viel werde ich nicht verraten, denn es soll ja auch ein bisschen Spannung erhalten bleiben. Und ich sag mal, schaut euch einfach den Trailer an. Viel Spaß. Max da Costa, Verstoß gegen Strafgesetz 2219, heute Haltestelle 34B. Was ist in der Tasche? Haarpflegeprodukte, hauptsächlich. Das war ein Witz. Hey, 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 ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Ah! Ah! Danke, Bürger. Nein, ich hab zu danken. Bewährung wird mit sofortiger Wirkung um 8 Monate verlängert. Was? Nein, nein, nein. Beschleunigter Puls festgestellt. Möchten Sie eine Tablette? Nein, mir geht es bestens. Danke sehr. Sind Sie sarkastisch und oder beleidigend? Negativ. Willkommen. Ach, guten Tag, Madame. Kriegszellen entfernt. 3 nicht erfasste Schiffe nähern sich dem Luftraum von Elysium. Abschießen. Wie ich sehe, hat sich nichts geändert. Nein, das war nicht meine Schuld. Klaust du noch Autos? Nein. Seit ich raus bin, versuche ich ein normales Leben zu führen. Du warst meine Legende und jetzt? Schieße 34! Nein! Nein! Nein, nein, nein! Hey! In 5 Tagen werden Sie sterben. Danke für Ihre Dienste. Auf Elysium kriegen Sie den Scheiß wieder hin. Max, ich denke, ich kann dir helfen, da hochzukommen. Hey, schaff mal die Knochensäge her! Das wird mich nicht umbringen. Was habt ihr mit mir gemacht? Dir einen Ausweg geschaffen. Wer das besitzt, hat die Macht, ihr ganzes System zu überschreiben. Sie ist sehr krank, Max. Wir müssen sie hoch nach Elysium bringen. Du kannst alle retten. Wann kann ich dahin? Aktivieren Sie Kruger. Komm, bleib hinter mir. Dafür werden sie dich bis ans Ende der Welt jagen. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr da tut. Ja, das war der Trailer zu Elysium. Der Film war in den Kinos eigentlich eher ein Flop. Warum auch immer, ich fand ihn ziemlich gut. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben. Die Blu-ray ist natürlich sehr aktuell, da sie noch erst vor kurzem in die Regale gekommen ist. Kostet noch 18 Euro. Was ziemlich happig ist. Aber wer ihn unbedingt haben will, kann ihn sich holen. Aber wie gesagt, 18 Euro ist für eine Blu-ray doch noch ein Happen. Und dann kommen wir auch schon zur Quizfrage in dieser Episode. Und zwar möchte ich gerne wissen, wie lautet der Film, in dem Matt Damon und viele andere seiner Schauspielerkollegen
als Marionetten gezeigt werden und ordentlich durch den Kakao gezogen werden. Dieser Film ist ein Geheimtipp, das kann ich jetzt schon mal sagen, den wird wahrscheinlich nicht jeder kennen, aber es hat einen großartigen Humor, ein wunderbares Puppentheater. Und ansonsten würde ich sagen, man sieht sich und weiter Filme schauen.